Wer verbirgt sich unter diesem großen Hut? Keine Tante Jojo, wie es die erst kürzlich verstorbene belgische Sängerin Annie Cordy sang, sondern eine Katrinette, eine junge Frau, die mit 25 Jahren noch keinen Ehemann gefunden hat. Um der Tradition die Ehre zu geben, trägt sie so eine extravagante grün-gelbe Kopfbedeckung. Nun, heutzutage gibt es zweifellos viel mehr 25-jährige Singles als Ehefrauen. In Frankreich wie in Deutschland geben Frauen im Alter von etwa 35 Jahren ihrem Partner das Ja-Wort. Aber die Tradition der Katrinette hält sich hartnäckig. An jedem 25. November wird sie gefeiert, zu Ehren der Katharina von Alexandria. Da ist man gleich doppelt gestraft. Wer eh schon keinen Bock auf das Single-Leben hat, dem kann diese Party gestohlen bleiben. Zumal Katharina von Alexandria wirklich niemanden darum gebeten hat, so einen lächerlichen Hut aufzusetzen. Sie selbst trägt auch keinen Hut, sondern einen Heiligenschein. Denn sie ist eine Heilige und im Mittelalter richtig Fame. Hätte es damals schon Smartphones gegeben, hätten sich die Mädels ihr Porträt bestimmt als Hintergrundbild runtergeladen. Ein echter Promi, diese Katharina. Keine andere als sie hat Jeanne d'Arc gesteckt, dass sie die Engländer aus Frankreich vertreiben soll. Katharina lebt im 4. Jahrhundert nach Christus und das nicht sehr lange. Schon im zarten Alter von 18 Jahren wird sie enthauptet, nachdem sie von Kaiser Maxentius dazu verurteilt wurde, unter mit eisernen Spitzen gespickten Rädern zu sterben, die ihre Knochen brechen und ihr Fleisch zerreißen sollen. Ein echter Schlechter, dieser Typ. Allerdings muss man dazu sagen, dass die gute Kathi nicht sehr nett zu ihm war. Jedes Mal, wenn der Kaiser seine Philosophen schickte, um sie von ihrem Glauben abzubringen, drehte sie die Herren um wie die Handschuhe und verwandelte sie in glühende Verfechter des Christentums. Übrigens auch die Gattin des Kaisers und Porphyrius, seinen treuesten Armeeoffizier, im Nebenjob Liebhaber selbiger Gattin. Die derart überzeugte und überzeugende Katharina ist nicht nur Schutzpatronin der Philosophen, Theologen und Prediger, sondern auch der Hutmacher, Messerschleifer, Wollspinner, Müller, Notare, Töpfer, Studenten, Näherinnen. Die Liste wäre beliebig zu verlängern. Kurzum, eine Frau, vor der man echt den Hut ziehen kann.